Eiben, Stechpalm und Hainbuchen, sie alle sind ideale Heckenpflanzen. Der grüne Sichtschutz hält neugierige Blicke aus dem Garten fern und ist zudem wichtiger Lebensraum für Vögel und Kleintiere. Doch zur richtigen Pflege sollten die Pflanzen ein- bis zweimal pro Jahr geschnitten werden. Da es jetzt bald wieder Zeit wird, zeigen wir euch jetzt 5 Tipps, damit eure Hecke wieder in Form kommt. Tipp Nummer 1: Das richtige Gartengerät. Wenn man eine größere Hecke hat, ist es natürlich besser, wenn man eine längere Schwertlänge hat. Damit kann man schneller arbeiten. Die Stärke ist auch wichtig. Hier haben wir zum Beispiel ein Akkugerät, ein Akkupack, mit dem kann man den ganzen Tag durcharbeiten. Und das ist jetzt hier, wie Sie sehen, ein Profigerät. Für den privaten Haushalt wäre das eigentlich nicht geeignet. Viele arbeiten zu Hause auch mit Elektro, mit Kabel. Das würde ich abraten, weil die Gefahr besteht, dass man sich da irgendwo verheddern kann. Und dann braucht man eine zweite Person dazu, die das Kabel hält. Und die größte Gefahr ist, man schneidet in Kabel rein. Tipp Nummer 2: Der richtige Zeitpunkt. Damit eure Hecke gesund und gepflegt aussieht, sollte sie im Frühjahr und im Herbst einen Rückschnitt bekommen. Aber Vorsicht, schneidet nicht einfach drauf los. Vögel bauen ihre Nester gerne in dichten Hecken. Deshalb hat das Bundesnaturschutzgesetz in der Zeit vom 1. März bis 30. September Hecken zu schneiden oder auf den Stock zu setzen verboten. Ein kleiner Formschnitt ist aber möglich. Wir Gartenfreunde sollten aber auch beim schonenden Formschnitt Rücksicht auf die Tiere nehmen. Jetzt kann es aber endlich losgehen. Damit ihr keine Dauerwelle in die Hecke schneidet, hier mal Tipp Nummer 3. Der gerade Schnitt. Übung macht den Meister. Die Jungs haben Übung dran. Für jeden Laien kann auch eine Schnur spannen. Das kennt man zum Beispiel beim Bau, wenn man gerade Linie haben will. Das kann man durchaus hier auch machen. Damit beim horizontalen Schneiden einer höheren Hecke nicht die Arme schwer werden, erleichtern Geräte mit abwinkelbaren Messerbalken die Arbeit. Unser Tipp Nummer 4. Damit behaltet ihr einen sicheren Stand auf dem Boden und erspart euch eine Leiter. Nach getaner Arbeit gilt auch hier unbedingt aufräumen, denn es ist wichtig, den Grünschnitt einzusammeln. Unser Tipp Nummer 5. Man darauf beachten muss, dass der Heckenschnitt aufgesammelt wird, in der Hecke, auf der Wiese, um die Wiese zu schonen und die Hecke auch, damit das alte Gehölz weg ist und diese natürlich wieder Sonne kriegen. Mit diesen Tipps werdet ihr jahrelang Freude an eurer grünen Heckenwand haben. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.